Wir machen jetzt so eine kleine Power-Hour noch. Oh, Leute, Leute. Das wird jetzt nur noch schlechter, weil ich keine Kraft mehr habe. Noch viel schneller. Direkt wieder Hate kommt. Challenge mit diesem neuen kleinen Sprung da. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute am Flowtrail Sieg unterwegs. Ich habe das Rad und Jab mit dabei und wir haben schon ziemlich spät, gleich Sonnenuntergang. Wir machen jetzt so eine kleine Power-Hour noch und wir nehmen euch mit. Außerdem können wir mal testen, wie das Rad und Jab so im Uphill sich schlägt. Der Michi zieht schon vor. Maschine, unglaublich. Ist der Uphill gestaltet sich als heute nicht als ganz so einfach. Wir müssen jetzt in Stromberg leichter gefallen. Gleich ist aber auch die allgemeine Fitness gerade. Das steile Stück da, das hättet ihr sehen müssen, da bin ich einfach ja im Stehen, habe ich versucht zu fahren, weil ich nicht genug Kraft aufbringen konnte auf der Pedale und dann war es irgendwie das letzte Stück, bin ich einfach abgestiegen. Das ging einfach nicht. Vielleicht fahren wir gleich nochmal hoch, dann nehme ich die Kamera mit und probiere es nochmal. Immer noch Angst vor der Magura-Bremse. Ja, der richtigen Trittfrequenz geht. So Leute, sind wir oben am Start und irgendwie ist die Bank hier gerade sehr, sehr attraktiv. Aus der Power Hour ist eine blaue Aue geworden. Ne? Eine blaue Aue? Eine laue. Oh, Leute, Leute. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Die Sonne auch. Die Ausdauer auch. Die Geldbeutel auch. Leute, bevor von wegen dem letzten Kommentar hier mit dem E-Bike direkt wieder Hate kommt, ich fahre seit ich das Jab habe, 3 Wochen nur Uphill. Die ganze Zeit. Kein E-Bike. Vorher auch schon wenig E-Bike, weil das E-Bike schon weg war. Da war ich ja nur im Park. Im Downhiller. Weißt du, wie anstrengend das ist? Ein Downhiller im Park? Wir schieben jetzt nochmal hoch zur Abschnitt 4, weil da sind diese zwei neuen Features. Wenn ich so im Flow kriege ich das nicht geklärt. Ich muss das mir ein bisschen genauer anschauen irgendwie, weil da sind zwei Dinger in dem Sprung. Und zwar ist der Steil und Holz. Ich habe irgendwie Angst vor diesen Holzsachen und natürlich davor, dass das steil ist. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal genauer an, fahren das mal ein paar Mal in Ruhe an. Schauen, dass wir da drüber kommen. Vielleicht sogar noch den Double danach. Gucken wir mal. Noch viel schneller. Wenn du drauf zufährst, dann denkst du, ach du Kacke. Ja, Leute, nächster Versuch. Ihr habt gesehen, es war ordentlich nosy. Den Impuls viel zu spät gesetzt. Ja, der Sprung kostet mich Nerven heute. Aber egal, wir probieren es nochmal. Und ich fahre jetzt die Taktik, dass ich ein bisschen langsamer fahre und dafür den Impuls besser time. So.
Der Impuls so wie gerade und schneller, dann wird es gehen. Leute, ich gebe mich mit dem Babycase zufrieden für heute. Das wird jetzt nur noch schlechter, weil ich keine Kraft mehr habe. So Leute, wir sind zurück im Auto. Kannst du den Navi hier leise machen? So. Wir sind zurück im Auto. War nicht ganz so eine Power-Hour wie geplant, weil da diese komische Challenge mit diesem neuen steilen Sprung da auf Abschnitt 4 ist am Flowtrail Siegen. Ich finde ja immer so neue Features ist so ein bisschen zweigeteilt bei mir von der Meinung. Die eine Hälfte ist traurig, dass sie sagt, oh, das war früher so schön, weil man sich daran gewöhnt hat und hat immer Spaß gemacht zu fahren. Und die andere Hälfte sagt sich so, yo, geil, haben wir eine neue Challenge. Und da hat es mich tatsächlich heute gepackt, dass ich mir den Sprung so ein bisschen erarbeite, weil ich da ja irgendwie so eine mentale Blockade habe vor steil und wenn das Ding aus Holz ist oder aus Stein oder aus irgendwas, alles was nicht Erde ist. Ja, aber alles in allem war es dann doch ganz cool, auch wenn wir nicht viel Zeit hatten, kurz auf dem Radl zu sitzen. Und eine Idee hätte ich noch für den Flowtrail Siegen. Wir haben jetzt da mit den Jungs, die da waren, da so ein bisschen Müll eingesammelt am Ende, weil da einfach an dem Spot bei Abschnitt 4, weil da der Sprung steil ist, sind natürlich gerade die Kids super viel da, weil das halt einfach so ein Sprung ist, der schießt raus und das macht Bock für Tricks und so. Und deswegen tummeln sich da einfach mehr Kinder oder Jugendliche. Und da müsste man auf jeden Fall irgendwie sowas machen, wie dass da was wie ein Mülleimer ist. Ich weiß, ich hatte glaube ich schon mal darüber gesprochen, da war dann das Problem, dass der Mülleimer auch geleert werden müsse. Und das ist natürlich richtig. Aber wie wäre es, wenn man sich zum Beispiel einfach statt, dass man da, weiß ich nicht, dann eine Spende hinterlässt beim Flowtrail Siegen, dass man dann einfach den Müll mitnimmt und in den nächsten offiziellen Mülleimer der Stadt oder sowas, was sich schmeißt. Abgesehen davon, Leute, ihr könnt doch natürlich einfach den Müll, den ihr mitnehmt, in euren Rucksack packen und mit nach Hause nehmen. Das wäre einfach die allerbeste Lösung. Dann hat der Flowtrail Siegen nämlich keinen Stress, da einen Mülleimer aufzustellen. Aber auf jeden Fall müsste man da irgendwie was machen. Ja, wäre so meine Idee. Vielleicht kann man da ein Schild hinmachen, wo dann draufsteht, yo, einmal Müllabfuhr spielen, statt eine Spende geben oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das der ein oder andere macht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir könnten auch eine Mülltüte, wenn wir da sind, mitnehmen, die einmal austauschen oder so. Wäre jetzt für mich persönlich nicht so das Problem. Ja, Leute, war mal so ein kleines Video ohne Konzept. Die letzten Videos waren ja so ein bisschen mit Konzept. Ich denke mal, der Kanal wird sich in so eine Mischung entwickeln, dass ich euch immer so vlogmäßig mitnehme wie heute, aber auch natürlich immer noch wie früher, wie früher vlogmäßig, aber natürlich auch so ein bisschen Konzeptvideos mit so Ideen. Ich habe da noch einige Ideen mehr, die in Zukunft kommen. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da. Jede Woche 2 neue Videos, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Fahren jetzt nach Hause und essen irgendwas Geiles. Macht's gut. Ciao, ciao.